Hallo, hier ist Max, euer Serienpilot, und ich habe wieder zwei tolle Serientipps für euch fürs Wochenende, die doppelte Ladung Netflix. Mein erster Tipp ist die neue Serie von den Stranger Things Produzenten. I'm Not Okay With This ist eine Comic-Verfilmung mit Sophia Lillis, die ihr aus S kennt. Und es ist sehr viel Jugenddrama mit übernatürlichen Elementen, und die könnt ihr in 2,5 Stunden durchbingen. Mein zweiter Tipp ist diese Woche die zweite Staffel von Altered Carbon, das Science-Fiction-Highlight diese Woche. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf Takashi Kovacs im neuen Körper und um viel bombastische Sci-Fi-Action. Was schaut ihr dieses Wochenende? I'm Not Okay With This oder Altered Carbon Staffel 2? Lasst es uns wissen und bis nächste Woche. Hallo, hier von der Langsamkette Berlinale. Wir haben ja in den letzten Tagen von geredet, aber der Matthias hier, der hat sich auch Serien angeschaut. Was war denn dabei? Serien auf der Berlinale. Da war auf alle Fälle Dispatches vom Elsewhere dabei. Das ist eine Serie von Jason Segel, hier dem mit Mother kreiert wurde. Er spielt mit, er führt Regie, er hat Drehbuch geschrieben, ungefähr alles gemacht und sich auch ein bisschen neu dabei erfunden. Dann kam auch diese deutsche, österreichische Netflix-Serie. Das war auch Stateless dabei. Da war Kate Blanchett sehr involviert. Und mein persönliches Highlight ist, glaube ich, der Eddie gewesen. Das ist die Serie, wo Damon Chazelle die ersten zwei Episoden inszeniert hat, hier der La La Land Regisseur, und geschrieben wurde das von Jack Thorne, den manche vielleicht als Autor von Harry Potter and the Cursed Child, das Harry Potter Theaterstück, kennen können. Was mir da sehr gefallen hat, ist wieder der Einsatz der Musik, sehr viel Jazz, es ist sehr rau, und das finde ich überraschend, weil ja gerade La La Land doch eher sehr elegant und kräftig voller Farben war. Okay. Everyone, look at the corner here. All of you, everybody. Over here, please. Here. Please, here. I'll do it for you. So, you can feel the hand in the middle. So, I don't know how they are crowded there, but the actors first, Ivan Trojan. Director Fernando Sektovic and also the producer Charo Pelaez. I am Brazilian and Colombian, and my English is not good, so I will speak today in Spanish because Jesus is Colombian and I am a Colombian too. We're gonna miss our place. I really would appreciate it. Different. This, I mean, all film festivals obviously are primarily about film, but I think the Berlinale has a reputation for being very serious about film, very knowledgeable about film. So, you know, of the maybe the three or four biggest film festivals in the world.